So, hallo Freunde. Und zwar geht es heute darum, im Moment sind ja ziemlich viele Challenge, Vorstellungen und so weiter über unsere lieben Victorinox-Sachen oder Multitools auch. Aber bei mir geht es heute nicht um ein Multitool, es geht ebenso wenig auch um hier meine Survival-Box. Um das, was es geht, ist in meiner Survival-Box und dazu möchte ich eigentlich einen kleinen Videoaufruf machen und eure Meinungen in der Videoantwort gerne sehen, würde mich echt freuen. Und es geht hier um dieses kleine, ja, Victorinox. Ich hatte früher von diesen Dingern, ja, bestimmt 30, 40 Stück, auch sozusagen mit der Maclite zusammen. Habe das aber damals alles verschenkt. Damals war ich so, wo ich noch jung und dumm war, da habe ich solche großen Rambo-Messer geliebt. Heute, was sehe ich gerade so, hat es eingeklemmt. Heute liebe ich ja eher die kleineren Messer, die leichteren Messer, weil sie einfach nicht zu dick auftragen. Nur es geht mir jetzt bei diesem Messer, bei diesem kleinen Mini, geht es mir darum, für was verwendet ihr es? Verwendet ihr es überhaupt? Habt ihr es einfach nur dabei? Und wie sieht der Alltag mit diesem Messer aus? Also auf die ganze Idee mit der Challenge war eigentlich mitunter der Stefan 123321 und der Dennis Fuhr Forest Films. Ja, das Werbelogo mache ich jetzt nicht mal weg. Ich habe das auch noch ohne Werbelogo. Es hat also wirklich nicht viel. Es hat hier die Nagelfeile, dann hier vorne zum Fingerputzen. Dann haben wir hier, blöd mal spiegelverkehrt hier auf der Kamera, die Messerklinge, die Schere. Dann haben wir hier einmal die Pinzette und den Zahnstocher. So, was auf jeden Fall auf meiner Ich will haben Liste kommt, ist das Messer, was der Stefan vorgestellt hat. Das ist, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt, wo auch der Apfelsinenschäler dabei ist und der Kugelschreiber, weil für einen Kugelschreiber hätte ich wirklich immer eine Verwendung, gerade beim Einkaufen, wenn ich es am Schlüsselbund habe, das Messer. Dann hätte es für mich einen Sinn. Ich glaube, das gibt es sogar mit Kugelschreiber, Taschenlampe, also ein kleines Licht noch dabei. Ja, auf jeden Fall die, wo mehrere Funktionen hat. Das wäre für mich halt eins, wo ich sage, das ist praktisch. Und dieses kleine Messerchen, muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich bisher noch nie großartig verwendet. Deswegen ist es auch hier in meiner, ja, Survival-Box als Notfallmesser. Ja, also das war es jetzt mal. Oh, jetzt habe ich es gar nicht verpackt. Das war es jetzt eigentlich von mir. Es geht jetzt mir eigentlich hauptsächlich darum. Postet mir doch, wenn ihr wollt, würde mich freuen. Für was, wann und wie verwendet ihr dieses kleine Messer? Ich glaube, die meisten haben es vielleicht am Schlüsselbund oder sehr viele von euch haben es nur am Schlüsselbund rumhängen. Ja, aber ich habe auch schon früher Schlüsselbunde gehabt, da habe ich allen möglichen Scheiß dran gehabt, aber davon vielleicht gerade mal ein Drittel gebraucht, der Rest war nur, ja, es hing halt dran. Okay, gut, das war's von mir jetzt und ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht mitmacht oder vielleicht auch einfach mal sagt, welches er von diesen Werkzeugen benutzt, wie regelmäßig zum Briefe öffnen, Fingernägel schneiden etc. Keine Ahnung, vielleicht hat es einem ja sogar schon das Leben gerettet, ich weiß es nicht. Ja, auf eure Antworten bin ich sehr gespannt und freue mich tierisch drauf und sage in diesem Sinne, bis dann, wir sehen uns auf YouTube. Ciao, ciao.